Hallo liebe Leute, da sind wir wieder mit Reign of Kings und wir sind mitten im Häuserbau und wir müssen jetzt wie die Blöden Holz hacken. Ja, denn wir haben herausgefunden, wir können nicht mehr ewig aufnehmen, ist doch schon relativ spät unter der Woche hier und ja, das kann man ja nicht wirklich so stehen lassen. Wenn wir das nächste Mal kommen, dann wohnen hier fremde Leute und das wollen wir nicht. Sowas macht man ja nicht. Ja. Einfach Sachen klauen. Das würden wir nie tun, also fast eben. Nie. Deswegen, also Holz hacken. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, wir müssen halt schon ziemlich weit kommen jetzt. Das Dach wie hoch? Muss drauf. Wie hoch drei muss es Blöcke. Denn werden? Drei Blöcke hoch, okay. Nee, vier, weil du musst ja... Ja, vier, aber du kannst dann den äußeren Rand weglassen, da sparst du ein paar Blöcke. Aber wir sind ja zu dritt, also das zu dritt hast ist ja relativ mal, schnell. Du machst, den äußeren Rand weg, dann sparst du Blöcke, check ich. Ja, ja, ihr macht erstmal drei hoch, dann zeige ich euch das. So, ich mache jetzt erstmal wieder Fenster rein, weil ihr habt die ganze Zeit Fenster vergessen. Ja. Aber ja. Macht jetzt erstmal eben, wie gesagt, drei hoch. Kannst du denn Blöcke, die ich gesetzt habe, da wieder wegnehmen? Hast du gehört, wie deutlich er Nein gesagt hat? Ja, überzeugend. Würde ich mal meinen. Das war sehr überzeugend. Ja, sonst musst du halt rufen, wenn du einen Fenstermacher brauchst. Falls du irgendwie. Ich hab schon Fenster. Kommt, die Bäume haben ja unterschiedliche Stärken, Dicken, kommt das drauf an. Ja, du darfst dickere aber Bäume geben mehr Holz. Du darfst okay. Aber, du darfst natürlich bei den Fenstern, musst du aufpassen. Du darfst natürlich. Oh, meine Blöcke sind schon leer. Schön. Du darfst natürlich keine zwei Blöcke freilassen für ein Fenster, da kommt ja jemand durch. Ja, ja, nee, nur einen. Hm. Wo sehe ich denn, wie hoch die Taxen sind beim König? Tab. Siehst du doch beim Abhacken. Ja, da sehe ich nur, dass das Holz weggeht. 10% ist es gerade. Oh, das ist aber eher viel. Eher viel, eher wenig, normal. Also es geht bis 20%. Ja, aber so einer hält sich dann wahrscheinlich nicht allzu lange. Ja, bis er halt getötet wird und jemand anders den Thron einnimmt, ne? Kann der auch craften, der König? Ja, natürlich. Der Server wird jetzt mit Passwort neu gestartet. Willst du mich verarschen? Warum? Hm. Ja. Warte, wie schreibe ich denn? Wie schreibst du denn? Schreib gerade. Ja, wie denn? Ach, Passwort ist NRW. Okay. Aber wie schreibt man denn? Enter drücken einfach. Mikro wackelt. Enter drücken, das war. Jetzt stehen wir bestimmt auf sämtlichen Todeslisten. Guck mal, okay. Die machen YouTube-Video. Da komme ich ins Video, wenn ich die kille. Genau. Ja, nee, dann schneiden wir's raus. Ach so. Ja, ist ja okay. Ja. Ah, das ja, heißt, hat er ja recht. Ja, das heißt es aber, unser ganzes Holz, was wir gerade hacken, ist weg. Ja, warum dann mach schnell zu Blöcken. Nee, das bringt nichts, weil ich glaube, außer er speichert es jetzt gerade nochmal vorher. Das weiß ich jetzt nicht. So, ich mach jetzt mal voll die Sau. Voll die YouTube-Sau. Was? So, dann ich hack mal noch Holz, während ihr da rumdingselt. Aber sollte ich das jetzt gleich zu Blöcken machen? Wäre das schlauer oder was wo? Von wegen nee, speichern. Okay. Wie lange geht die Aufnahme noch? Haha, guck mal, die warten noch. 10 Minuten. Na, zacke. Ja, was mach ich denn jetzt? Ja, Holz hacken. Ja, aber nicht, wenn er nachher doch, abstellt, die Küste. Siehst du? So, dann bist du freundlich. Oh, der Stock fällt mir auf den Kopf. So, warte, jetzt ist ein bisschen Schleim. Wer fällt dir auf den Kopf? Warum fällt dir auf den Kopf? Was müssen wir denn jetzt, machen, damit, damit wir das gespeichert haben? Ja, er speichert's. Ach so, also er wartet jetzt im Prinzip, bis wir fertig sind? Ja. Genau, dann musst du ihm sagen, hallo, Holder König, danke, danke, danke. Sag uns mal, welches Video auch das auf YouTube ist. Ja, das wissen wir doch jetzt noch nicht. Schreib mal alle Kanäle rein. Du hast ja Zeit. Ne?
Ich habe ja Zeit, ich muss Holz hacken. Das heißt, aber ich bin ja ein Gamechay, du Pfeife. Ja, dann schreib doch selber rein. Wararlo. Er hat du Pfeife gesagt. Bei mir hat er Wararlo geschrieben. Also. Oh. Naja, du bist ja bei mir auf dem Kanal verlinkt, also das müsste ja zu schaffen sein. Was ist das denn für ein dickes Ding? Ey, du bist durchsichtig. Sonst sieht er ja, wenn du geschrieben hast. Alter, du hast voll die Seuche, du bist durchsichtig. Ich kann durchsichtig durch die Workbench sehen. Das ist doch geil. Wer hat eine Seuche? Ich auch. Wir haben alle die Seuche. Wir haben die Server-Seuche. Ich Server-Seuche. Guck mal, der Sonki hat schon wieder, der hat mit dem Holz schon wieder Verschwendung betrieben. Was ich? Ich komme gerade an die Workbench ran. Wieso habe ich Verschwendung betrieben? Ja, weil du Holzrüstung anhast. Das Holz gehört ins Haus, nicht auf deinen Körper. Weißt du, wem die Rüstung gehört? Nö. Die gehörte ehemals Varalor, bevor er gestorben ist. Ich habe mir nämlich seine Wolke geschnappt. Die hat er geklaut. Aber siehst, das darf ich ja nicht sagen. Der olle Schlingel. Er hat nicht geklaut, ich habe die gefunden. Die lag da. Jetzt rum. Kann ich ja hier nichts machen. Jetzt ist ja die Parkbank. Wie heißt das Teil? Die Werkbank belegt. Ja, ich bin ja schon am Gas geben. Grad mach los. Mal. Hier hat es bald keine Bäume mehr, Himmeldommer. Ah, jetzt haben wir wenigstens einen Server, auf dem wir immer spielen können. Das ist auch cool. Ja, und die ist sympathisch und nett. Also wenn er schon 10 Minuten wartet, das würde jetzt auch nicht unbedingt jeder machen. Nein, das können wir jetzt bei YouTube sparen. Seid ihr schon in der dritten Etage? Ja, ich sehe es. Weißt du noch, wie der heißt? Das wäre noch, könnte man noch ein Danke dazu schreiben. Aber Leute, ihr habt es ja auch gelesen, was unten steht. Also, wenn ihr mal einen guten Server sucht, dann nehmt den. Aber nicht, wenn der Heisenberg drauf ist. Nein, da gibt's nur. Was denn? Ich weiß ja nicht. Normalerweise. Aber wie viele Blöcke hast du denn? Geh mal da weg. Wie viele Blöcke hast du denn? Ja, ich hab jetzt noch 2. Achso, das ist das Fenster. Wo war gleich nochmal die Tür? So hier. Ist hier eine Lücke von 2 Blöcken. Wir hatten hier nicht weitergebaut, warte. Wir haben sowieso, wir haben keine Tür. Bräuchten wir nicht noch eine Tür, um wenigstens zuzumachen? Ja, dann bau doch mal eine Tür. Bau ich mal eine Tür. Ich guck mal, wie man eine Tür aber baut. Aber du machst keine Sicherheitskontrolle oder keine Dingens, ne? Nee, ich guck nur mal wegen der Tür. Ja, lass mich die machen. Danke. Weil, du kannst eine Tür machen und sie craften mal und gibst du mir, weil ich habe kein Holz mehr. Weil ich tue, wenn wir nicht fertig wären, tue ich nach der Aufnahme noch schnell das Dach drauf. Was möchtest du denn? Achso, nee, da braucht man Eisen. Ich kann dir nur eine normale Tür machen. Ja, reicht. Fürs Erste. Gut, einmal Tür. Ist in Arbeit. Und was mache ich jetzt mit der Tür, damit du die kriegst? Auf Boden schmeißen. So, guck mal hier, ich habe hier fast dicht gemacht. Moment. Auf den Boden schmeißen. Also einfach raus die Tür. Leute, ich will ja nichts sagen, aber 3 Block rein ist für meine Größe. Ja, es geht. Bitteschön, gern geschehen. Weil ja gucken, dass ich nicht irgendwo drüber gucke dann. Holz. Und irgendwelche Reihen unserer Häuser nicht. Das passt aber hier ganz. Ist das hier die Tür? Das, was ich dir gegeben habe, müsste die Tür sein. Nein, das hier, guck mal, wie eng das ist. Ich glaube, da passt die Tür nicht hin. Nee, die passt da nicht hin. Nicht nur die Tür, doch, ich pass raus. Achso, ja, die ist. die ist zu wenig. Die ist zu wenig hoch, das Ding hier. Ja, guck mal, der Sonki, der kann ja nicht mal reingucken. Doch, da muss man es wieder weg. Kann man es wieder wegnehmen? Nee, geh mal weg da. Ja, ich versuche reinzukommen. Da irgendjemand baut gerade ab. Ja, wir müssen oben abbauen. Ja, das muss der machen, der es gelegt hat. Der das Ei gelegt hat, muss es wieder einsammeln. Doch, ja, ich hab's gemacht, aber es geht nicht. Ach, boah, Glück gehabt, hä? War ich das? Nee, ich hab's weggemacht. Was macht denn jetzt? Eine Tür. Ja, dann rein mit der Tür. Wir wollen ja mit der Tür ins Haus fahren. Du willst jetzt alles noch fertig bauen? Ja. Sehr gut. Mach ich halt noch. So, jetzt kümmere ich mich mal um die Security-Einstellung. Gut, dann kann ich nämlich hier mal hab schon gemacht. Noch schnell. Sag, jetzt gibt's Keule. Die hier machen. Hier ist so dunkel, ich habe Angst im Dunkeln. Ja, hier. Gibt 13 Blöcke gibt das, das ist ja wieder sagenhaft. Naja gut, jetzt gucke ich mal, ob ich nicht vielleicht doch noch oben irgendwie einen Block hinkriege. Ist doch unglaublich, irgendwie in der letzten Folge da beim Lehmhaus habe ich es doch auch geschafft. Naja, wir schon schaffen wir irgendwann. Ja, irgendwann. In meinem nächsten Leben. Also so, die Tür funktioniert hochhüpfen. Wie immer nicht. Warum oder, nicht? Warte? Ich hab's auf Family gestellt. Doch, jetzt geht's auf. Also. Aber mach die immer schön zu. Ich kann das Türklappen schon vertragen. Klar. So, ich hol mal mein Bett und stell schon mal runter. Ach ja, das Bett holen, bisschen. Stimmt. Irgendwie.
Kommt man jetzt da hoch? Da, ja, tricksen ein bisschen. Ah, man muss drücken. Das ist ja idiotisch. Ah ja, das was zeigt, hast du denn gedacht? Na, das hat sie bei mir falsch angezeigt, im Prinzip. Das zeigt ja gar nicht an, dass man es bauen kann. Aber wenn man dann drückt, dann geht's. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Heisenberg, guck mal dein Bett noch schnell von oben, bevor es jemand abbaut. Jo, jetzt habe ich noch ein Fenster gemacht. Guck, du musst hier auf die Werkbank. Mein Bett holen. Und dann rennen, springen und dann Leertaste Spam. So, wo schlaft ihr? Der muss ins Schlafzimmer. Hier in der Ecke. Okay. Wer hat denn da? Wer tippt denn da? Wie blöd. Ja, der muss hochkommen. Oder guck mal, hier müsstest du auch noch hochkommen. Hier. Warte mal, geht das hier nicht mehr? Nee, oh Gott, hier, das ist ja viel zu hoch. Hier bei mir musstest du noch hochkommen. So, zweite Bett liegt auch. Ah ja. Dann hol mal dein Bett, Q gedrückt halten, vorm Bett. Q gedrückt halten? Ja. Okay, hab ich. Und dann hier daneben stellen. In die freie Natur platzieren. Ja, hier okay. Sind wir unseren. Müssen wir in die Fenster, müssen wir da noch Bikes reinbauen, dass da keiner reinkommt? Nee, oder kommt da keiner rein? Das kommt rein theoretisch keiner rein, aber ich baue so Steindinger hin. Sauber. Ist mein Fenster noch heile? Ja. Weil ich bin ja in Elternzeit. Schon. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, liebe schlecht. Freunde, wenn wir wieder aufnehmen, ist hier alles dicht. Jo. Und hier rundherum ist kein Wald mehr. Wir sind da in der Wüste. Wir sind aber noch nicht fertig. Nein. Nee, da können wir noch ein bisschen Holz hacken. Da könnt ihr mir noch ein bisschen Holz geben dann. Ja. Ich mache hier mal noch ein bisschen weiter. Ja, solange ich noch Blöcke habe, aber ja, jetzt habe ich keine mehr. Jetzt kommt der Heisenberg noch? Hm? Kommst du noch, Heisenberg? Jo, ich habe gesagt, ich mache gerade noch... Ja, wegen der Tür. Ach so, was muss ich denn machen mit der Tür? Nix. Ah, irgendwie, das ist witzig. In der Tür drin geht die Framerate auf 1 runter. Ja, bei mir ja, auch. Ist ganz aber komisch, Hauptsache, sie ist zu. Ist die jetzt auch für so zu, wie sich die zugehört? Ja. Gut. Dann bin ich ja beruhigt. Wie geht denn das jetzt? Oh, ich muss hier... Pack mal noch ein bisschen Holz. Nee, ich muss was trinken, sonst verdurste ich. Moment. Hat. Hast du trinken? Doch. Da steht ja unten. Ja, wo hast du trinken her? Ich habe keine Beeren. So ein Käse. Ja, was die 5 Minuten wirst du es noch überleben. Ja, genau. Dann fahre ich tot um, wenn wir neu aufnehmen. Ja, dann bist du direkt in dein Bett. Ich will doch nicht verdursten. Hack mal noch ein bisschen Holz, dass du mir da noch ein bisschen was hinschmeißen kannst. Das ist ja, das sind Freunde. Man schläft nebeneinander, aber ist ja scheißegal, wenn man verdurstet. Man soll Holz hacken. Ja, dann hackt der arme Heisenberg halt Holz. Ja, macht doch nichts. Du bist ja gleich wie ein Frischling, fühlt sich wie neugeboren. Wie neu genau, wie geneut. Wie geneut entbohren in deinem Bett. Aber von was wurde denn jetzt der Kerl so durstig? Vom Holzhacken wahrscheinlich. Hackt schon jemand. Ich hack auch schon wie ein Weltmeister. Und das mit gedrückter Maustaste. Merkst schon, meine Ohren sind so befreit. Ja, gell? Okay. Mhm. Hackt sich gleich viel angenehmer, wie dieses andauernde... Geklicke. Oh, hier fallen die Bäume, das ist ja... Und irgendwie ist es schon wieder dunkel. Kann es sein, dass auf diesem Server länger dunkel wie hell ist? 10 Minuten Nacht. Ah. Überall dann, so. Oder Viertelstunde dann, Tag, Viertelstunde Nacht. Irgendwie dann fällt es nur nicht so auf. Ja. Auf jeden Fall haben wir unseren Heimserver gefunden und die werden wir wahrscheinlich auch immer draufkommen, da wir das Passwort haben. Ja. Ja. Außer er ändert dann das Passwort, dann wird es interessant, aber dann... Ich glaub nicht, dass das können wir ja gerade nochmal fragen. Ob ja, frag doch. Immer gleich bleibt. Frag mal, ich bin ja dafür, ich bin für meine Nettigkeit berühmt. Gut, doppelt hält besser. Beliebt. Jetzt schreibe ich noch frech drunter, heißen der lernt Deutsch. Was habe ich denn? Ja, du hast ja auch irgendwas. Ich habe alles falsch geschrieben, das ist eben. Halt! Jetzt. Hä? Jetzt. Aber der Herr König spricht nicht mit uns. Nein, ja, der sitzt ja jetzt nicht vorm PC und wartet, bis er die Meldung kriegt. Nein, der spielt natürlich nicht. Dass die Herren jetzt... Nee, der wollte ja aufhören. Der hat vielleicht aufgehört und sich gedacht, er kommt in einer Viertelstunde nochmal. Ja, das kann auch sein, ja. So. Der wird ja gleich fragen, ob wir fertig sind. Da bleibt immer gleich. Ja, okay. Klein oder groß geschrieben? Wie war das? Klein. Okay. So.
Also, wäre nett, wenn ihr mir jetzt dann das Holz hinschmeißen könnt, weil wir haben schon 15 Minuten. Jo, jetzt muss ich nochmal gucken, wo waren wir denn gleich nochmal. Moment, ich winke. Ich lasse mal die Tür auf. Fragt es mal, ob das jetzt noch gespeichert bleibt, was wir jetzt noch gemacht haben. Ja, jetzt muss ich erstmal mein Holz abladen. Ja, bei jetzt mir. Muss mal dann vor die Füße werfen. Auf die Füße. Wo stehst du denn? Im Haus. Das ist. Warum will ich denn immer zum Fenster rein? Dir vor die Füße. Moment, das wäre mal das Holz. Sonki, Sonki. Gleich getötet. Frag mal bitte, ob das jetzt gespeichert wird, was wir jetzt noch gebaut haben. Du hast die Tür offen gelassen. Ja. Ja, ich musste das ganze Holz reintragen. Frag doch mal einer bitte schnell. Was mache ich denn? Warte, ich frag. Ja, frag du mal. Ich habe hier ein Gewurke. Okay, alles klar. Jetzt wird's hell und wir hören auf. Oh, das sieht so geil aus mit der Sonne zwischen den Bäumen. Genau, wenn's Tag wird. Was hängt denn hier noch? Guck dir das mal an. Hier hängt eine Hellebarde. Was hängt da? Da hängt gar nichts. Da hängt eine Hellebarde bei mir. Da hängt gar hängt hier nichts bei dir? Nee. Was hängt hier, wo? Da musst du bei mir im Video gucken. Das was ist so eine. Was ist denn eine Hellebarde? Eine Hellebarde ist so ein. Oh Gott, eine Axt auf zwei Seiten. Links und rechts eine Axt. Ja, die jetzt liegt ist auf der weg. Werkbank. Die liegt auf der Werkbank. Ach so, hast du die gebastelt? Okay, dann müssen wir das absagen, weil Sonke gesagt hat, wir sind fertig. Gut. Ja, gut, eben. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dann. Tschüss. Ciao.